Danke, okay, ich habe jetzt vielleicht zu schnell umgeschaltet, aber okay, ich hoffe, alle sehen meine Präsentation. Ja, Titel, Sensoren und Daten für die Analyse von Sportaktivitäten. So heißt das Projekt und ich möchte euch das jetzt ein wenig vorstellen, einfach zu zeigen, woran wir in diesem Projekt arbeiten. Wie gesagt, es ist eher allgemein, also Sensoren und Daten, um Sportaktivitäten zu messen. Partner bei diesem Projekt ist Vertical Life. Das heißt, es ist eigentlich entstanden mit der Idee, Kletterer zu analysieren. Und ich steige gleich auf die nächste Folie ein. Warum Klettern? Ja, Klettern ist in Südtirol ein Differenzierungsmerkmal. Es ist einfach eine sehr bekannte Sportart. Und vielleicht ist beim Klettern auch die besondere Schwierigkeit zu messen, was passiert. Und deswegen haben wir es deshalb einmal als Herausforderung genommen. Wie in vielen anderen Sportarten wollen wir Leistung messen oder messen, wie Kletterer in der Kletterhalle sagen wir mal, sich bewegen. Und ein drittes Ziel war auch, dass wir durch das Projekt mehr Know-how in Südtirol in diesem Bereich aufbauen. Also, das fange ich mal ganz allgemein an. Vielleicht nicht alle von euch klettern. Wie ist so eine Kletterhalle aufgebaut? Also, ein Kletterhallenbetreiber wird verschiedene Routen setzen und Kletterer, das kann ich dann da vielleicht mit dem Stift ganz gut zeigen. Eben Kletterer werden dann entlang von diesen farbigen Griffen versuchen, die Route zu meistern. Und sagen wir, eine Fragestellungen, die hier entstanden sind, habe ich hier ein wenig aufgeschrieben. Also die Kletterhallen an sich haben uns gefragt, sie möchten wissen, wie oft Routen geklettert werden, wie oft gestürzt wird, wie weit. Also es geht auch hier um Sicherheitsfragen. Einfach auch die Frage ist, wie oft muss ich das Material austauschen? Wie schnell wird geklettert? Wie sind die Routen ausgelastet? Dann haben wir uns in die Perspektive des Kletterers versetzt. Kletterer möchten vielleicht wissen, wie viel sie klettern, wie gut sie klettern, welche Grade sie klettern. Viele zeichnen das auf oder schreiben sich das selbst auf. Möchten vielleicht, es wär schön, eine Statistik zu haben über die vergangene Saison, was ich gemacht habe, was ich geschafft habe. Dann auch, wie schnell klettert vielleicht eine gewisse Route oder Durchschnitt, wie oft wird hier gestürzt und so weiter. Es gibt auch dann gewisse Sicherheitsfragen hier. Wenn ich jetzt den Amateurkletterer einmal vorher betrachtet habe, kann ich mir auch den Sportler anschauen, der das professionell macht, der vielleicht genauer wissen möchte, wie bewege ich mich, wie bewegt sich ein Profi, wie bewege ich mich im Vergleich. Also mit diesen ganzen Fragen haben wir begonnen und eine erste Frage unseres Projektpartners war, könnte ich eine Heatmap erstellen der Kletterhalle? Das heißt, ich möchte wissen, welche Griffe werden am meisten verwendet, welche werden mittelmäßig verwendet, welche Routen interessiert kein Mensch mehr. Das heißt, ich müsste die vielleicht austauschen. Und wir haben uns eben Gedanken gemacht, wie könnten wir eben Klettern messen? Und hier kamen dann die Sensoren ins Spiel. Ein Vorschlag war, im Seil irgendwas zu haben, was jetzt sehr kompliziert ist, weil wir wollen. Die Seile sind zertifiziert und wenn wir hier irgendwas verändern und dann passiert was, da wollten wir uns dann nicht trauen, in dem Bereich was zu machen. Dann am Kletterer selbst wäre auch eine Idee. Hier gibt es auch schon einige Versuche. Es hat mal ein Projekt gegeben oder ein Versuch, das war ein Indiegogo Crowdfunding-Projekt, wo man hinten am Klettergurt seinen Sensor befestigt. Das ganze Projekt ist dann nicht zustande gekommen. Ich glaube, weil die Auswertung dieser Daten schon sehr komplex werden kann. Deswegen leider, ich habe das Produkt bestellt, das gibt es auch nicht, weil das ja, Projekt dann nicht erfolgreich war. Man könnte dann
Es gibt dann andere Versuche, wo man echt versucht hat, von Top-Kletterern mit Sensoren genau zu verstehen, wie die klettern. Aber ich muss auch sagen, Projektpartner Vertical Life hat uns auch gesagt, das würde dann in einer Kletterhalle nicht funktionieren. Ich kann nicht 100 Leuten diese Sensoren verpassen. Dann haben wir uns auf die Expressschlinge konzentriert. Das heißt, drittes Element, was jetzt beim Klettern verwendet wird, also der Kletterer geht hier nach oben, hängt sich ein je weiter der Kletterer kommt, hängt er sich beim nächsten ein, bis er ganz oben ist. Und diese Expressschlinge bewegt sich in gewissen Achten. Und wir haben uns gedacht, vielleicht könnten wir daraus die notwendigen Daten bekommen. Also ich habe noch ein Fenster kurz verloren hier. Okay, ich mache weiter. Könnte man die Daten bekommen, um zu verstehen, was passiert. Wir haben uns danach ein paar Sensoren umgeschaut und haben eben diesen MoveSense gefunden. Das ist ein, ja, sie nennen es offener Sensor im Sinne, die Hardware ist öffentlich verfügbar, die Programmierung ist öffentlich verfügbar. Das heißt, das ist ein allgemeiner Sensor, nicht für eine gewisse spezielle Anwendung gedacht. Es ist ein Sensor, der aber Bewegungen in drei Richtungen aufzeichnen kann. Das heißt, ich weiß, ob sich dieser Sensor nach vorne bewegt oder zur Seite oder eben in alle drei Richtungen. Er sieht jetzt auf der Slide ein wenig groß aus. Er ist ein wenig größer als ein 2-Euro-Stück. Wir haben uns deswegen gedacht, wir befestigen den auf einer Expressschlinge und versuchen dann zu schauen, wie sich diese Schlinge bewegt. Was uns auch bewegt hat, diesen Sensor zu wählen, es gibt dann auch so Bänder, dass man den als an der Hand tragen kann oder eben hin beim Klettergurt. Wir wollen uns auch noch anschauen, wie es sein könnte, wenn ich vielleicht trotzdem die einzelnen Bewegungen des Kletterers mir anschauen kann. So, wie ist dann die Idee? Der Kletterer geht nach oben und ich befestige hier meinen Sensor. Und zum Beispiel einen Sturz erwarte ich mir, dass dieser Sensor, also wenn ihr klettert, wisst ihr, dass wenn ihr das Seil, wenn jemand stürzt oder das Seil unter Spannung ist, geht diese Expressschlinge nach oben. Das heißt, ich erwarte mir, dass am Anfang ist der Sensor herunten, dann fange ich an zu klettern, dann bewegt sich dieser Sensor ein wenig. Falls ich jetzt stürze, dann wird das unter Spannung sein. So lange, bis wieder der Kletterer hängt, dann wird er vielleicht wieder weiter klettern, dann geht das Seil wieder nach unten, er klettert irgendwann weiter, dann kommt er ganz oben an und lässt sich abseilen, das heißt, das Seil ist wieder unter Spannung, so lange, bis er abgeseilt wird und dann wird irgendwann mal die Spannung aus dem Seil herauskommen. Das heißt, ich erwarte mir, also, wenn ich solche Sachen sehe, dass ich einen Sturz hatte. Das sollte vielleicht kürzer sein als das Abseilen, dann kann ich einen Sturz schon feststellen. Ein zweites Beispiel, das ich machen möchte. Ich habe hier zwei Routen. Eine ist die grüne, eine ist die rote. Wenn ich das jetzt hier mit dem grünen Stift einzeichnen kann, die grüne geht so ziemlich direkt drauf. Und die rote geht ein wenig hin und her. Die geht zuerst, fängt sie an wie die grüne, dann geht sie nach links, dann muss man darauf klettern und dann geht sie wieder nach rechts. Und hier erwarte ich mir einerseits verschiedene Zeiten. Andererseits, auch wenn ihr mal klettern wart, wisst ihr, dass wenn ich mich hier einhänge bei diesen verschiedenen Expressschlingen, gibt es so einen kleinen. Muss ich ein wenig ziehen und das sehe ich in den Daten auch. Dass dann jetzt jemand anfängt zu klettern und ich hänge mich ein wenig ein, zwischen bei der roten, dann hänge ich mich hier zuerst einmal und dann sehe ich so einen kleinen Sprung. Dann klettert er weiter, dann sehe ich vielleicht den zweiten Karabiner und dann irgendwann weiter den dritten und dann bin ich fertig und lasse mich abseilen, wie vorhin. Wenn ich jetzt die grüne mache, dann erwarte ich mir einfach, okay, ich fange vielleicht ähnlich an wie die rote, hänge auch ein wie bei der roten, nur bin ich dann schneller, da werde ich vielleicht früher einhängen und bin früher fertig.
Und ich wollte euch nur zeigen, dass durch diese Bewegung des Einhängens hoffen wir, also sind noch nicht so weit, wir hoffen, dass wir sogar die einzelnen Routen unterscheiden können. So sollte das dann ausschauen. Also das, so schauen die Daten jetzt aus, wenn ich alle 3D, also alle drei Richtungen mir anschaue. Also hier haben wir zum Beispiel die Situation, dass irgendein Kletterer eben sich einhängt. War ein Sturz, ein kurzer, als kurz gestürzt und ist dann weitergeklettert. Und ja, der Punkt ist, diese Daten aus diesem Sensor zu interpretieren. Also wir machen jetzt, also das ist jetzt unser Ansatz. Vertical Life baut jetzt auch einen Sensor. Sie verwenden nicht das Move-Sensor, sondern sie bauen ihren eigenen Sensor, weil es eben auch darum geht, dass das Ding lange halten soll. Das heißt, die Batterie soll lange halten. Unsere Move-Sense sind in den Experimenten, halten die ein paar Stunden und dann sind die Batterien leer. Das wird dann ein Problem von Vertical Life sein, sich zu überlegen, wie kann ich das Ding so bauen, dass es mit weniger Geschwindigkeit Daten sendet und dass die Batterie halt viel länger hält, weil keiner Lust hat, die ganzen auszutauschen in der Kletterhalle jede Woche. Ein letztes kleines Problem, das ich kurz vorstellen möchte, also diese Sensoren sind dann fix installiert, hier auf der zweiten Expressschlinge und sammeln den ganzen Tag Daten. Und womit wir eigentlich begonnen haben in unserer Forschung, ist einmal diesen ganzen Datenstrom, ich wechsle die Farbe, dann sieht man es wieder besser, diesen ganzen Datenstrom mal zu unterteilen. Das heißt, hier haben wir immer das Abseilen und wissen jetzt zum Beispiel, okay, das war jetzt eine Klettersituation. Das sind die einzelnen Kletter-Events. Und durchs Abseilen kann ich mal die Daten trennen. Als nächsten Schritt schauen wir uns an, was in den einzelnen Kletter-Events so passiert. Ein letzter Punkt, dann ist meine Zeit, glaube ich, auch schon um. Einerseits arbeiten wir mit dem Sensor und wir schauen uns die Daten an. Es gibt auch verschiedene andere Ansätze. Es gibt zum Beispiel mit Kameras. Ich könnte mir zum Beispiel es gibt so diese Skeleton Detection, heißen die Skeletterkennungsalgorithmen, kann ich mir von Bildern genau einzeichnen lassen, wo gewisse Körperteile sind. Und ich könnte auch zum Beispiel Stürze feststellen. Nur wer hat jetzt schon Lust zu klettern, während die Kamera da und auf einem gezeigt ist? Das heißt, wir verwenden das eigentlich nur, um die Algorithmen zu trainieren vom Sensor. Das heißt, wir gehen dann in die Kletterhalle, vielleicht seht ihr uns ab und zu mal in der Salewa oder in Brixen mit der Kamera, wir zeichnen dann auf, was passiert und wollen dann damit unseren Sensor trainieren. Okay, soweit das Projekt. Ich habe noch eine letzte Slide, generell, wie man mit uns zusammenarbeitet. Aber ich glaube, ihr habt das ganz gut gesehen. Wir fangen an mit einem Problem. Zusammen mit der Wirtschaft beschreiben wir das Problem und mit dem Betrieb, machen dann verschiedene Prototypen und irgendwann mal kommen wir zur Lösung. Ein Punkt noch, was vielleicht auch mit der Vertical Life ein Punkt war, was wir gerne an der Uni machen, sind eben solche längerfristigen Probleme. Das heißt, wir sind eigentlich nicht so wir sind nicht sehr gut in der schnellen Lösung innerhalb eines Monats, sondern wir schauen uns gern Probleme an, die halt ein paar Jahre dauern, bis man sie hat. Danke. Super, vielen Dank, Andrea. Jetzt vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Wo könnte man denn deiner Meinung nach hier den Bezug zum Handwerk herstellen? Oder gibt es vielleicht schon die ersten Ideen, wo du sagen würdest, okay, so eine Sensorik ist auch im Einsatz im Handwerk vorstellbar? Ich glaube, Beispiel ist ganz gut, dass jeder, der vielleicht irgendwas messen möchte oder irgendwie besser verstehen möchte, wie die Kunden was verwenden oder wie Leute irgendwas verwenden, kann sich sicher überlegen, Sensoren einzusetzen. Nur muss ich sagen, viele dieser Ideen des Projekts sind entstanden, weil eben bei der Vertical Life Leute eben klettern und genau wissen, wie in einer Klettersituation, wie sich diese Expressschlingen verhalten. Das heißt, wir sind zwar die Informatiker und können diese Sachen bauen.
Nur wir brauchen dann echt den Input der Handwerker. Die wissen dann genau, okay, jedes Mal, wenn das passiert, könnte man hier zum Beispiel die Neigung messen oder die Geschwindigkeit. Und ja, das ist eigentlich dann ein gemeinsamer Prozess, dass man dann eben herausfindet, okay, was können Technologien und wo könnte ich dann bei irgendwelchen, ja, heraus, wo ich irgendwas erfassen möchte, das sammeln. Nächster Punkt, das ist nicht nur der Sensor eben, es hängt, was noch ein wenig schwieriger macht, ich muss auch die Daten dann zum Server bringen und die analysieren. Also ich glaube, ich war auch ganz klar, dass die Analyse dieser Daten kostet uns ziemlich Zeit, bis wir diese Algorithmen entwickeln. Okay, vielen Dank. Ja, stimmt. Man kann vielleicht auch ein konkretes Beispiel nennen oder ist uns eingefallen, zum Beispiel im November 2019, vielleicht erinnern sich einige, hat ja der Hackathon Handwerk stattgefunden und da gibt es jetzt mittlerweile auch ein Projekt, wo zum Beispiel das Werkzeug, sage ich mal, verfolgt wird. Das heißt also, wenn jemand wissen möchte, okay, wo ist denn eigentlich mein Werkzeug? Ist das im Lieferwagen? Ist das auf der Baustelle? Wer hat mein Werkzeug zuletzt genutzt? Wo befindet es sich? Da wurde eben ein Instrument entwickelt, also ein Tool, um das Werkzeug zu tracken. Also ich denke, das kann auch sicherlich interessant sein für einige Betriebe, dass man zum Beispiel in die Richtung etwas entwickelt. Dazu, genau, auch dieses Jahr im November wird der Hackathon stattfinden, wo zum Beispiel eben Betriebe gemeinsam mit Informatikern neue Lösungen entwickeln können, neue Tools, die vielleicht auf den eigenen Betrieb zugeschnitten sind.